Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Rosing. In diesem Video beantworte ich Ihre Fragen zum Dieselabgasskandal. In welchen Städten gibt es oder wird es Fahrverbote geben? Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Fahrverbote bundesweit erlassen werden können. Das heißt, dass jede Kommune in der ganzen Bundesrepublik für Dieselfahrzeuge ein Verbot erlassen kann. Hamburg hat damit begonnen, andere Städte ziehen nach, Stuttgart, Köln, Berlin, Essen. Ich selbst gehe davon aus, dass im Jahr 2019 bundesweit Dieselfahrer ihre Fahrzeuge nicht mehr vollständig und überall nutzen können. Beseitigt ein Software-Update alle Mängel? Nein, das Software-Update bleibt Teil des Problems. Hauptaufgabe des Software-Updates ist es, ihr Fahrzeug dauerhaft in den sogenannten Prüfmodus zu versetzen. Aber auch das gelingt VW nur mangelhaft. Untersuchungen haben ergeben, dass bei einer Temperatur von 14 Grad und weniger das Software-Update nicht mehr funktioniert. Die illegale Abschalteinrichtung ist also nur zu einer legalen Abschalteinrichtung geworden. Was kann ich tun, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe? Auch wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung haben, können wir Ihnen helfen. Im November wird für Sie als Verbraucher die Musterfeststellungsklage zur Verfügung stehen. Dort können wir Ihre Ansprüche kostenfrei anmelden, sodass Sie vor der Verjährung gesichert sind und Sie auch in Zukunft noch Ihre Ansprüche gegen VW geltend machen können. Ich bin vom Abgasskandal betroffen. Muss ich schnell handeln? Wenn Sie ein Dieselfahrzeug des VW-Konzerns haben, sprich einen Volkswagen, einen Audi, einen Seat oder einen Skoda, dann müssen Sie tatsächlich schnell handeln. Im Jahr 2019 drohen Ihre Ansprüche zu verjähren, was für Sie bedeutet, jetzt tätig werden, noch in 2018 sich an einen Anwalt wenden, Ihre Ansprüche durchsetzen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie auch wirklich Erfolg gegen VW haben können. Welche Rechte habe ich als VW-Fahrer ganz konkret? Als betroffener Dieselfahrer haben Sie das Recht von VW, die Rückzahlung des Kaufpreises für Ihr Fahrzeug zu verlangen. Im Gegenzug geben Sie Ihr altes Fahrzeug zurück und zahlen dem Konzern einen Nutzungsersatz für die gefahrenen Kilometer. Welche Folgen hat ein Software-Update für Dieselfahrer? Wenn in Ihrem Fahrzeug eine illegale Abschalteinrichtung verbaut ist, haben Sie das Recht, Ihr Fahrzeug zurückzugeben und den Kaufpreis zurückzuverlangen, unabhängig davon, wer der Hersteller ist. Falls Sie noch Fragen haben, nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung oder besuchen uns auf klugo.de.